Herzliches Willkommen zurück im Fahrerlager der Turnwagen Classics hier auf dem Salzburgring. Natürlich wollen wir euch auch heute ein paar Impressionen aus dem Paddock hier liefern und dürfen auch heute wieder zu Gast sein beim Schnitzer-Team, die ja so wunderbare Fahrzeuge mitgebracht haben. Gestern haben wir mit Turnwagenlegende Roberto Ravaglia über die beiden Autos dort hinten gesprochen. Einen wunderschönen Schnitzer BMW 635 CSI und natürlich den M3 aus dem DTM-Jahr 89, mit dem Roberto Ravaglia auch DTM-Meister geworden ist. Und heute reden wir über dieses Fahrzeug hier und zwar mit einer Rallye-Legende. Ich darf nämlich ganz herzlich begrüßen hier am Salzburgring, extra für uns angereist und für euch besser gesagt, Walter Röhrl. Herzlich willkommen, Walter, schön, dass du da bist. Mit dabei natürlich auch Herbert Schnitzer, der uns diese herrlichen Fahrzeuge überhaupt hierher gebracht hat, wofür wir sehr dankbar sind. Und man sieht, dass wir allesamt eigentlich aus Deutschland kommen, bei uns noch Maskenpflicht herrscht. Ich bin schon seit gestern in Österreich und habe schon gelernt, dass man hier keine Maske mehr tragen muss. Deswegen, meine Herren, ihr dürft sie offiziell ablegen. In Österreich herrscht keine Maskenpflicht mehr. Kann man auch besser atmen, oder? Okay, ich freue mich riesig, dass ihr hier seid, genau in der Zusammensetzung, um über dieses Fahrzeug zu reden, Walter, weil ich glaube, dieser wunderschöne Schnitzer, ist ein Schnitzer BMW 2002 Turbo zur Erklärung aus dem Jahr 77 und ich bin mir sicher, der weckt bei dir ganz große Erinnerungen. Damit bist du nämlich auf dem Norrisring ein Wahnsinnsrennen gefahren. Erzähl uns mal die Geschichte. Ja, das ist natürlich für mich ein ganz toller Tag, denn dieses Auto war für mich schon ein bisschen ein Meilenstein. Das war das erste Rennen, den ich in meinem Rennen gefahren bin. Und es war nämlich so, dass mich damals sein Bruder angerufen hat und hat gesagt, mein Vater ist krank, Sie müssten am Wochenende für mich am Norrisring fahren. Sag ich bin doch kein Rennfahrer, ich bin doch ein Rallyefahrer. Er sagt, Sie kennen das schon, das ist kein Problem. Und so bin ich zu meinem ersten Renneinsatz gekommen und ich habe wirklich keine Ahnung vom Rennfahren gehabt. Habe vielleicht ein bisschen Autofahrer-Ahnung gehabt, aber was Rennen fahren, habe ich keine Ahnung gehabt. Und das Auto war natürlich für mich damals, Turbo war ja ein Zauberwort. Damals war ja das noch ein Auto, das war ein Pionier in der Mobilgeschichte, Automobilgeschichte. Turbo hat es noch kaum gegeben, es waren immer noch Saugmotoren. Und das hat mich natürlich schon gereizt. Und so Turbo, da habe ich gehört, die haben richtig viel Power, das muss da geben. Ne? Und da bin ich dann nach Nürnberg gefahren. Habe mich mal reingesetzt, habe festgestellt, dass ich viel zu groß bin, weil der Sitz nicht zu verstellen war. Habe schon mal ein bisschen gejammert und geschimpft. Da kann man nicht mal einen Sitz verstellen. Wir müssen allerdings dazu sagen, auch wenn Walter Röhrl sagt, er dachte, dass er keine Ahnung hat von Rundstrecke, er ist aber mal gleich auf Anhieb bei diesem Norrisring-Rennen der etablierten Rundstreckenkonkurrenz davongefahren. Da waren solche Namen dabei wie Hans Heyer oder auch das legendäre BMW Junior-Trio mit Marc Surer, Eddie Cheever und Manfred Winkelhock damals noch. Und die haben alle, sind hinter dir, also du bist denen davongefahren. Die hatten mich alle nicht auf der Rechnung. Ja, das war natürlich gut. Und wir haben beim Training haben wir schon natürlich, damals war Norrisring unheimlich schlecht, Betonplatten. Und durch die viele Kraft vom Auto hatten wir schon Probleme, dass uns die Schubstreben aus der Karosserie rausgerissen hat. Und wir haben die ganze Nacht die Mechaniker gearbeitet und die Startaufstellung war bereits, da war ich noch hinten im Zelt, Auto war aufgebockt und die haben immer noch geschweißt. Und im letzten Moment wurde das Auto fertig. Ich weiß nicht mehr, ob du mitgefahren bist oder der Sepp ist mitgefahren. Und beim Vorwand hat er gesagt, Herr Röhrl, sagt er, schauen Sie, dass Sie am Anfang gut ausschauen, weil lang heute nicht. Ja, ist dann, glaube ich, auch ausgefallen. Ne? Also du hast geführt, aber... rausgefahren und dann ist wieder natürlich, sind die Schubstreben sind raus. Und dann war die Hinterachse nur noch an der Karrenwelle. Mir ist die Brille von der Nase runtergefallen. Jetzt muss ich aufhören, bevor ich die ganze Hinterachse verliere. Wahnsinn, aber das halbe Rennen hat gereicht, um einen unglaublichen Eindruck zu hinterlassen. Herbert, mit Sicherheit auch bei dir und bei dem ganzen Team. Habt ihr damit gerechnet? Ich meine, der Mann war gerade, also Europameister, Weltmeister warst du damals noch nicht, Europameister. Eine Größe im Rallye-Sport, aber halt überhaupt nicht bekannt auf der Rundstrecke. Und es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass ein guter Rallye-Fahrer auch ein guter Rundstreckenpilot ist. Was habt ihr gedacht, als ihr die Show gesehen habt? Schon bewusst, weil ja der Rauno Altonen irgendwann einmal in den 70er Jahren mit unserem 2,8 Liter Coupé gefahren ist und war gleich verdammt schnell.
Nur hat er im Regen halt nicht aufgehört mit Slicks und hat das Auto weggeschmissen. Aber das ist heute nicht passiert. Aber ich habe schon gewusst, der Rallyfahrer kann das schon. Der kann das. Was hast du sonst noch für Erinnerungen an dieses Wochenende am Norrisring mit Walter Röhrl im Team? Habt ihr nach der Show nicht wirklich darüber nachgedacht, ihn zu überreden, bei euch zu bleiben und nicht wieder ins Rallye-Auto zu steigen? Ja, damals war die Zeit ja anders. Da haben wir zahlende Fahrer gehabt und da hast du mir refinanzieren müssen. Ne? Weil wir sind zwar das langjährigste und das weltweit berühmteste bayerische BMW-Team, aber wir haben selber bezahlt bis ungefähr, wann haben wir jetzt mal von Nerbausch was gekriegt? In den 80er Jahren. Ne? Eigentlich hat er 1977 hat der Nerbausch uns dann, ich habe zum Nerbausch gesagt, wir haben ein Auto, das wäre eine Sensation, hat er nicht geglaubt. Und dann hat er gemerkt, wie der Turbo und wie der Walter das gemacht hat, der hat uns eine Karosserie und einen Bausatz gegeben. Und Karosserie, mit dem ist dann der Harald Ertl, der hat einen Sponsor gehabt, einen Sachs. Und mit dem ist Harald Ertl der erste deutsche Turbo-Meister geworden mit den 320i. Ne? Ja, das ist eine lange Zeit, ja. Genau, das war damals noch die deutsche Rennsportmeisterschaft. Die hatte einen Stellenwert wie heute die DTM, kann man sagen? Ja, genauso. Und ich meine, DTM, mein Bruder war der erste deutsche Meister die mit dem 2000i und dem 800 Teaser von der neuen Klasse. Ne? Und seitdem sind wir halt mit BMW. BMW hat uns ja viel gegeben, muss man auch sagen. Aber mein Gott, Zeiten ändern sich mit Corona. Wahnsinn, das Team Schnitzer hat alle Epochen des Motorsports mitgemacht, das kann man wirklich sagen. Immer vorne mit dabei in den verschiedensten Rennserien, also im Tourenwagensport sicherlich der große Name. Der Le Mans-Sieg war für BMW einmalig, richtig, ja. Mit dem eigenen BMW-Auto, das hätte ich nie geglaubt. Ich habe erst am Training am Mittwochabend in Le Mans gesagt, Mensch, das könnte was werden. Haben wir auf den Leto gehofft und dabei ist aber hinterher der Winklock, Dalmas und Martini geworden. Ne? Ja. Toll, ja. Le Mans ist ein gutes Stichwort, Walter, was viele vielleicht gar nicht wissen ist. Du bist ja des Öfteren zurückgekehrt auf die Rennstrecke, abgesehen davon, dass du auch ein ganzes Jahr DTM, glaube ich, gefahren bist, ne? Für Audi. Ich muss sagen, was ein wichtiger Schritt war, 77 ist erstmal in dem Auto und ich habe 78 bei Fiat unterschrieben zum Rallyefahren und plötzlich kamen die zu mir und haben gesagt, ob ich nicht Lust hätte mit den Riccardo Patrese Langstrecken-Weltmeisterschaft zu fahren, auf dem Beta Monte Carlo. Und da habe ich dann erstmal im Prinzip richtig mit dem Rennsport Kontakt bekommen. Bin dann 78, 79 und 80 mit Lancia auch auf der Langstrecken-Weltmeisterschaft gefahren. Da war Le Mans auch dabei. Da war Le Mans dabei. Und bin aber dann, muss ich sagen, der größte Erfolg war sicherlich 81, als ich auf einem neuen 44er Prototyp von Porsche Le Mans gefahren bin. Wir wurden siebte im Gesamt. Das war damals natürlich mit so einem Auto, da kannst du heute nur noch davon träumen. Ne? Also es war unglaublich. Ne? Und wir sind da gefahren zu zweit und haben getankt, Räder gewechselt und nur gefahren. Und ich erinnere mich, den letzten Turn habe ich dann den Jürgen Barth fahren lassen, weil ich wollte wie immer möglichst schnell heim. Und ich bin aus dem Auto ausgestiegen, habe den Overall ausgezogen, bin 10 Minuten später in mein Auto gestiegen und bin nach Regensburg gefahren von Le Mans, nachdem ich 23 Stunden zu Rennen gefahren bin. Das kann man sich heute alles nicht mehr, vorstellen. Ich wollte dann nach Regensburg von Le Mans. Le Mans auf Regensburg waren nochmal viel mehr, 1100. Ja, Wahnsinn. Och, da hast du viel Zeit im Auto verbracht. Ich muss jetzt aber grundsätzlich nochmal nachfragen. In der Saison hast du beides gemacht, Rallye und die Langstrecken-Weltmeisterschaft? Ich bin zum Beispiel 1980 bin ich Rallye-Weltmeister geworden und zugleich in der kleinen Klasse, also bis 2 Liter Weltmeister auf der Langstrecke, weil nämlich wir unter dem Jahr dann plötzlich die Lancia-Leute gesagt, ein Auto ist zu gefährlich, wir müssen mit zwei Autos fahren. Und dann bin ich nur, glaube ich, 3 Rennen mit Riccardo gefahren, ein Rennen mit dem Alboreto, eins mit dem Chiva und eins mit Hans Heyer. Und dummerweise hat immer mein Auto gewonnen, da wurde ich Weltmeister. Der Riccardo sollte es aber werden. Ja, das ganz unglaublich. War immer so. Man denkt anders, wie es dann in Wirklichkeit wird. War bei uns in der Formel 2 genauso 1975. Wir wollten eigentlich, dass der Gérard Larousse Meister wird und der Lafitte ist halt geworden. Ne? Ja, lässt sich nicht immer so 100% planen. Ne? Ich würde sagen, wir verändern mal ganz kurz die Position vielleicht. Walter, komm noch mal da raus, dann kann ich mich zwischen euch stellen und muss nicht immer hin und her springen. Kommt mal ein Stück nach vorne.
So, dann geht das, glaube ich, leichter. Dann kann ich mit meinem Mikro, wir haben nur ein Mikro, das müssen wir uns teilen. Was ich sagen wollte, ist doch eigentlich heutzutage auch undenkbar, dass jemand eine komplette Weltmeisterschaftssaison in der Rallye bestreitet und gleichzeitig eine WM-Saison auf der Rundstrecke. Wie war das zu den damaligen Zeiten möglich? Das war natürlich das Glück, dass die Termine so waren. Es gab natürlich damals auch nicht so viele Renntermine vielleicht wie heute. Und es hat wunderbar gepasst, dass ich beides gefahren bin. War natürlich schon anstrengend, ne? Weil das Rallye-Fahren, man weiß ja, jede Rallye ist 4 Wochen Arbeit mit dem Training, Wettbewerb. Und dann dazwischen hast du vielleicht einmal ein Wochenende etwas frei gehabt. Da bin ich dann auf der Rundstrecke herumgekugelt irgendwo. Mugello, Silverstone, Brands Hatch. Aber es war wunderbar. Ich möchte keine Minute davon missen. Und ich kann nur sagen, wir haben das Glück, dass wir halt zu einer Zeit diesen Sport gemacht haben, wo es halt noch unheimlich Spaß gemacht hat. Ja, es war auch so, glaube ich, zu der Zeit, dass damals auch der Mensch noch wichtiger war wie heute. Heute wird immer die Technik wichtiger. Und das ist natürlich nicht zuträglich für die Motivation, sondern ich wollte schon immer zeigen, dass ich schon einen Teil dazu beitrage, dass ich gewinne, nicht, dass nur mein Auto gewinnt. Ja, also ich muss sagen, ja, es war eine wunderbare Zeit, ich möchte da keine Minute missen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Herbert, hast du jemals wieder einen Rennfahrer erlebt, der so ein Allround-Talent ist, also auf der Rundstrecke wie auf der Rallye-Piste, so stark wie ein Walter Röhrl? Aber der Walter hat schon recht. Ich meine, das ist früher von den Fahrern abhängig gewesen und natürlich die Teams waren mehr im Vordergrund. Zum Schluss war es als Motorsport, waren wir nur im Motorsport im Vordergrund, aber das ist einmal so, der Jochen Herbersch hat immer wieder gesagt, auch in der DTM, es müssen mehr die Teams in den Vordergrund gehen und nicht. Aber die Persönlichkeiten wie der Walter, das war jetzt sensationell. Das war am Nürburgring allein, da waren ja bestimmt, was waren Zuschauer da, 80 oder 100.000 wahrscheinlich. Und das Nürburgring hat immer geredet, Freitag, Samstag, Sonntag waren dann 150.000, 160.000 Zuschauer. Ne? Und das ist eine Heimat gewesen, Ringsburg war nicht so weit weg. Ne? Ja, da war das sensationell. Ja, das war auch toll, weißt du. Und da sind Autos gefahren, wo der Zuschauer gesagt hat, der hat gesagt, da fährt mein Auto, ein Mercedes, ein BMW, ein Audi, ein Opel. Das war einfach noch viel und außerdem natürlich finanzierbar. Heute ist das alles nicht mehr finanzierbar. Das ist zu teuer, der hat das viel zu teuer. Ja, das macht. Ja, wenn die nicht aufpassen auf die Kosten. Ja klar, das ist das Problem. Aber der hier sieht auch nicht so aus, als hätte man den in der Garage stehen, oder? Zumindest. Das müssen wir mal wieder richtig herrichten, dass er wieder funktioniert. Und dann müssen wir noch Replik ausbauen, weil das Auto will unbedingt ins BMW-Museum, weil er eigentlich das Auto schuld ist, dass es ein 1,5 Liter Turbo gegeben hat. Hat keiner geglaubt. Der Roger hat damals immer gesagt, ich habe einen Turbo nicht erfunden, aber dann war er vom Turbo begeistert, muss ich sagen. Ne? Also schon damals war auch der Motorsport und die Rennstrecke und die Entwicklung, die man dort betrieben hat, ein ganz wichtiger Vorreiter für die Serie und für so manches Modell, das gekommen ist. Ich denke, BMW ist so stark geworden, durch den 202 und erst einmal durch den 800T, Teaser 2000 und dann 202 hat der BMW irgendwo auch gerettet. Ne? Schönes Stichwort übrigens, Walter, weil du bist ja seit vielen, vielen Jahren als Entwicklungsfahrer tätig für Porsche. Jedes Modell, das auf die Straße kommt, ist durch deine Hände gegangen. Was kann ein Rennfahrer mit dieser Erfahrung in eine Entwicklung hineinbringen, was kein anderer schaffen kann? Bei Porsche war das so, als ich zu Porsche kam und habe die Serienautos entwickelt und habe dann über irgendetwas geschimpft, da war oft die Aussage, ja, so verrückt wie Sie fährt ja keiner. Sag ich, ja, aber aus Versehen kann mal einer so verrückt fahren wie ich. Und da muss das Auto auch noch gutmütig sein. Und ich glaube, das war der wichtigste Punkt, dass wir bei Porsche die Autos bis 100% versucht haben zu entwickeln. 90% sind die Autos alle gut gefahren, aber dann wurden sie giftig. Und ich habe natürlich, bin da in einem Bereich gefahren, den der normale Testfahrer nie fahren konnte. Der hat gesagt, das Auto ist super, da bin ich eingestiegen und sage, boah, der ist mal bei 190 hinten weggegangen, das kommt aus einer, das heißt Röhrl, sonst keiner. Ne? Und da hat man dann weiterentwickelt. Und ich glaube, das kann man muss nur im Kopf haben, dass du dann kein Auto mehr für dich machst, sondern für normale Menschen. Und das muss man einfach umsetzen können, aber halt das Auto wirklich konsequent bis zur Grenze versuchen, gutmütig abzustimmen. Super, und genau das ist deine Aufgabe. Eine sehr erfüllende Aufgabe, wie ich mir vorstelle. Ich glaube, das sieht man auch in der Entwicklung. Man denkt mal zurück, vor 30 Jahren, da war so ein 911er schon der Auto, da musste schon ein bisschen ein großes Herz haben. Und heute fahren die so brav wie alle anderen auch.
Das ist super. Das Auto perfekt, immer perfektioniert für jeden Kunden eigentlich. Er hat für jeden Kunden eines Auto perfektioniert, muss man sagen. Porsche ist ein super Auto, ne? Ja, das auf jeden Fall. Und wunderschön noch dazu. Wo wir über Autos sprechen, fällt mir ein, dass ich mir hier ein paar Zitate notiert habe, die mir zugetragen wurden, Walter. Du sprichst ja sehr gerne über deine Autos. Es gibt zum Beispiel ein Zitat, das heißt, beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen. Ist das dein Zitat? Ja, das stimmt. Das heißt, man kann nie genug PS haben. Okay. Sehr schön ausgedrückt. So, und dann haben wir noch ein anderes. Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen. Ist dir das jemals passiert? Ja, nicht ganz. Ich bin schon an der Grenze gewesen, als mir sowas mal passiert ist. Als ich das erste Mal 935 gefahren bin, damals in Silverstone, das war der erste Einsatz, strömender Regen. Wir hatten damals 780 PS in einem Versuchsmotor. Da habe ich jetzt schon beim Einsteigen ein bisschen ein komisches Gefühl gehabt. Als ich allerdings dann in der fünften oder sechsten Runde Trainingsbestzeit gefahren bin, dann war ich wieder überzeugt, ja, das passt schon. Und am nächsten habe ich das Rennen gewonnen, obwohl X Maß auf 9,36 dabei waren und beide hinausgefeuert haben, habe ich mit 9,35 das Rennen gewonnen, mit dem Harald Groß zusammen. Unglaublich, das muss doch eine unglaubliche Genugtuung sein für einen Rallye-Fahrer, der auf die Rundstrecke kommt, keiner rechnet mit ihm und er fährt alles in Grund und Boden, was da etabliert ist. Gibt es auch eine Videokassette, wo ich sage, ich fühle mich hier als Botschafter der Rallye-Fahrer, denn ich will nur den Rennfahrern zeigen, dass die Rallye-Fahrer auch können. Umgekehrt ist das meistens komplizierter, ne? Wenn man den Rundstreckenfahrer auf die Rallye-Piste schickt, die wenigsten, es gibt ein paar, aber die wenigsten können das dann auf Anhieb so gut. Aber auch einleuchtend. Weißt du, wenn du auf der Rennstrecke bist, bist du einfach eine gewisse Sicherheitszone gewohnt und plötzlich sollst du mit 160 so am Baum vorbeifahren. Das glaube ich, das kann man nicht mehr ausblenden als Rennfahrer. Umgekehrt als Rallyefahrer, wenn du ein Gefühl hast für eine Linie, kommt dir die Rundstrecke ganz sicher vor. Du sagst, so viel Platz habe ich noch nie gehabt in meinem Leben. Aber es ist ja ein komplett anderes Fahren. Also beim Rallyefahren, das ist ja auch so schön fürs Auge, das Auto tanzt ja richtig. Beim Rallyefahren ist Improvisation, beim Rennenfahren ist es Perfektion. Das ist der Unterschied. Gerade Linie, möglichst wenig schlingern, das heißt. Absolut. Einfach ökonomisch fahren. Aber das war auch mein Geheimnis beim Rallyefahren. Darum war ich beim Rallyefahren besser wie die anderen, weil ich immer Rennfahrer auch war beim Rallyefahren. Wahnsinn. Verfolgst du heute noch die Rallye-Weltmeisterschaft? Ja, natürlich. Ich habe ein gutes Verhältnis zu dem Ogier. Den finde ich, der ist auch einer, der so ist wie ich. Skilehrer, hat ein Gefühl, ist einer, der den Mund aufmacht, der nicht zurückhält. Also das ist mein Favorit und deshalb verfolge ich das natürlich immer ganz intensiv. Würdest du ihn heute noch in eines deiner Autos setzen? Natürlich, jederzeit. Und ich meine, da hat der Walter schon recht, der Rallymann hat keine Angst vor Bäumen oder vor irgend sowas. Und das haben ja die normalen Rundstreckenspezialisten, die haben immer Muff, heute haben sie überall Leitplanken, aber so wie hier, er springt so 50 Meter weit, das kennen die ja gar nicht. Ne? Ich habe ja mal, als ich erstmal Weltmeister war, einen Vergleich gemacht, Formel-1-Weltmeister gegen Rallye-Weltmeister. Bin ich damals gegen den Fittipaldi gefahren. Und da hast du auch gewonnen, habe ich gelesen, gell? Du warst schneller als er. Ja, aber da ist er natürlich, auf 5 Kilometer war ich 28 Sekunden schneller mit dem Rallye-Auto wie er, weil ich gesagt, ob ich spinne, dass man so durch den Wald fahren kann. Der war ganz schockiert. Ja, aber im Formel-1-Auto seid ihr auch gegeneinander gefahren und da warst du auch schneller. Da weiß ich nicht mehr, wie das war. Das war, da haben schon mal 2 Tage gebaut, bis ich überhaupt reingepasst habe. Okay. Ja, und dann hat immer noch der Kopf so viel über den Überrollbügel rausgeschaut. Wie war das hier? Ich habe gehört, hier hast du auch nicht auf Anhieb dir deine Sitzposition gefunden in dem, ne? Den haben wir nicht verstellen können. Der war fest. Mit den Krebs, ne? Ja, Albrecht Krebs war das, dann bin ich natürlich so im Auto gesessen. Ne? Und habe dementsprechend nach dem Training schon, in der Nacht habe ich Krämpfe gehabt zu Hause, dass ich die ganze Nacht nicht schlafen habe können, aber lauter Krämpfe. Und dann bin ich natürlich nach dem Training heimgefahren nach Regensburg und am Sonntag in der Früh wieder nach Nürnberg gefahren. Ne? Also, weil das war für mich ja das ist ganz normal, als Rallye-Fahrer muss man daheim schlafen, wenn es geht. Wahnsinn, und Kilometer, die machen ihm auch nichts aus, ne? Da kann Walter Röll viel runterschrubben von den Kilometern. Braucht er gar nicht, an, braucht keinen Schlaf, weiß ich nicht. Da ist immer unterwegs. Ne? Ja. Ich weiß zwar heute nicht mehr, wie das ging, aber wie gesagt, dieses Le Mans war so ein Beispiel. 24 Stunden rennen und dann 1100 Kilometer heimfahren, das kann ich mir heute nicht mehr vorstellen, wie das geht, aber damals einfach diese Leidenschaft, das war einfach, das motiviert dich und dann magst du das. Aber auch die Rallyes waren damals noch anders, ne? Die Rallye Monte Carlo war ja auch so ein Nachtevent eigentlich, ist ja auch heute nicht mehr. Ich glaube, 40 Stunden.
Darum sage ich, habe ich ja vor kurzem wieder, gibt es wieder so einen Spruch, sage ich, ich glaube, ich kann jetzt wieder Rallye-Fahrer werden, denn die Weicheier fahren in der Nacht nicht mehr. Da kann ich als alter Mann auch fahren. Sehr schön. Es ist so eine Freude zu reden mit euch beiden. Walter, es ist ganz toll, dass du den Weg hierher gefunden hast. Sag mal, du bist ja auch, habe ich eben kurz angesprochen, DTM gefahren mit Audi. Wann war das? 91 oder sowas? Ja, 91. Also ich glaube Ende 90 war es mal, wo es mich der Herr Dr. Piech gesagt hat, ich muss dem Stuck ein bisschen helfen in der Meisterschaft. Und dann bin ich da auch gefahren, habe nur die Aufgabe gehabt, den Hans ein bisschen abzuschirmen. Aber da war auch Nürburgring wieder ein Schlüsselmoment. Das war das erste Rennen Nürburgring. Dann habe ich zum Hans vom Rennen gesagt, zu Hans, wenn ich da vorne wegfahre, nicht nervös werden, ich mache das schon, dass du gewinnst. Du Arsch, hat er gesagt, da fährt keiner vorne weg. Ich bin so weit vorne weggefahren, dass ich teilweise nicht am Fernsehen gekommen bin. Und in der letzten Runde bin ich langsam gefahren, habe gewartet, bis er kommt. Er und der Cicotta waren beieinander, der Hans Zweiter. Und ich habe dann den Hans vorbeilassen, so eine halbe Länge. Und habe gesagt, Hans, und jetzt fahre ich bis ans Ende der Welt hinter dir. Ich wollte nur beim ersten Rennen zeigen, wer der Chef ist. Sehr schön. Und das hat ja auch funktioniert in dem Jahr. Nämlich ist, glaube ich, Striezelstuck auch DTM-Champion geworden. Ja, und das war, waren die auch. Ich muss sagen, damals war auch die DTM, das war was anderes wie heute. Heute mit den zwei Marken, du kennst die Autos nicht mehr auseinander. Damals war halt einfach ein BMW, ein Mercedes, jeder hat das sofort erkannt. Und weißt du, und wenn ich heute sehe, dass die 37 Flügel dran haben, nach der ersten Runde fällen Zähne und trotzdem fahren sie so schnell wie vorher, muss man das haben. Das ist alles so übertrieben, meines Erachtens. Ne? Aber es waren sicher die goldenen Zeiten des Tourenwagensports, übrigens auch des Rallye-Sports parallel dazu. Und insofern sind wir ja auch froh, dass wir die Tourenwagen Classics haben, wo wir nämlich ein bisschen wieder eintauchen können in genau diese Epoche. Und was ich eben sagen wollte ist, Walter... Ich glaube, dass die DTM damals die beste Rennserie auf der Welt war. 1000-prozentiger. Da ist er immer gestiegen. Und der Gerhard hat es nicht leicht im Moment. Ich mein, wie ich das gehört habe, dass der Gerhard das übernimmt, sage ich, der arme Kerl. Okay? Der tut mir wirklich leid. Eine schwere Aufgabe. Aber man muss dazu sagen, das hatten wir gestern noch kurz als Thema, damals war es eben auch noch wirklich ein Tummelfeld für Privatteams, das war sicher ein großes Geheimnis. Es war finanzierbar und das geht heute nicht mehr, weil die heutigen DTM-Autos sind ja schon halbe Sportwagen. Ne? Ja. Und das klingt, wenn Kubica, der kommt nicht klar mit dem Auto. Ne? Wird schon der einen Anfang noch bei der Rallye holen. Du hast eine Pole. Auch zwischenzeitlich auf Rallye-Pisten unterwegs gewesen. Ja? Er probiert alles aus. Ja, wobei er natürlich... ein gefährlicher war. Eines Tages ruft mich Alexander Wurz an und sagt, du, hast du Zeit, Winter, wir wollen ein bisschen trifteln. Sag ich, ja, ich bin in meinem Haus in Saalbach, komme ich morgen raus. Ich komme da raus, Dodo Wolf, seine Frau, Kubica und er. Da warst du aber in guter Gesellschaft. Jeder Mitsubishi, Evo 9, da sind wir da ein bisschen rumgefahren. Da habe ich erst einmal ein bisschen Einweisung gemacht. Und dann habe ich gesagt, jetzt müsst ihr mal ein bisschen frei fahren. Die haben, um die Piste zu kennzeichnen, auf der rechten Seite hatten sie blaue Stöcke stehen und auf der linken rote, damit man sieht, wo das Eis drunter ist, das andere war Schnee. Nach drei Runden Kubica war kein einziger Stab noch gestanden. Na, der hat sie alle niedergemacht. Da habe ich gesagt, zu dem, der bin Rallye fahrt, der ist gefährdet. Das hat lange gedauert. Genau sowas. Ganz genau. Nun ja, also ich denke, wir haben jetzt super schöne Geschichten gehört von euch beiden. Wie gesagt, ich könnte stundenlang weitermachen, aber wir haben ja heute noch mehr vor auf der Rennstrecke. So, und jetzt sage ich aber, was ich eben schon sagen wollte, dass du ja jetzt hier die Tourenwagen Classics besucht hast und mit Sicherheit auch jederzeit willkommen bist als Gaststarter. Ich glaube, du gehst nicht auf die Strecke. Du bist heute nur hier zum Schauen. Da, ich fahre ja noch weg, weil ich noch einen Termin habe, aber mich freut es natürlich, dass ich die Autos wieder sehe. Das ist für mich eine Zeitreise. Ich fühle mich sofort um 40 Jahre jünger, wenn ich das Auto sehe. Das ist also einfach toll, dass man wieder mal auch die alten Freunde aus dem Motorsport trifft. Das ist super. Aber danke, dass du gekommen bist. Walter, war schön, dass du da bist. Ja. Super. Absolut. Da kann ich mich nur anschließen. Ja, das war mein Sport, das war mein Leben und da muss man ein bisschen was zurückgeben. Ja. Super, wir freuen uns, dass wir daran teilhaben durften und dürfen und sagen nochmal danke für den Besuch, für die tollen Geschichten. Walter Röhrl, genießt den Rest des Tages. Danke. Und natürlich Herbert Schnitzer auch, vielen Dank. Und damit gebe ich jetzt mal wieder ab, denn es gibt ja auch bald wieder Action auf der Strecke, aber ich freue mich, dass wir das jetzt hier alles teilen durften. Also, bis dann. Ciao.